Der Halswirbelsäulenschwindel ist meistens kein Drehschwindel, sondern der ist eher so ein diffuser, benommener Schwindel und der irgendwie so ein bisschen empfindsam. Auch der Nacken ist verspannt, ein bisschen Kopfschmerzen können auch dabei sein. Aber irgendwie, du fühlst dich irgendwie so ein bisschen komisch, ist alles ein bisschen seltsam. Und du merkst aber schon, das hängt mit dem Hals zusammen. Wenn du Drehschwindel hast, also dass die Welt sich um dich herum dreht, dann ist es wahrscheinlicher, dass es vom Innenohr kommt. Und das erkläre ich dir im nächsten Video, was du da machen kannst, wie es da besser wird. Sternocleido, eigentlich heißt der Sternocleidomastoideus, der verläuft einmal zum Brustbein hin und einmal zum Schlüsselbein hin. Und uns interessiert aber nur der Schlüsselbeinanteil. Der soll für den Schwindel besonders interessant sein. Der Sternocleido, der hilft dabei, den Kopf zu drehen und auch zu kippen. Ne? Der ist so ein typischer Kopfbewegemuskel und das Gleichgewichtssystem, das arbeitet eben auch mit diesen ganzen Muskeln zusammen. Und wenn da eine Störung drin ist, dann kann das eben auch sozusagen einfach nicht so gut funktionieren. Also die Punkte, die liegen ungefähr hier. Und ja, Ausstrahlungsbereich ist eben hier vorne Stirnbereich und Ohren. Das ist so Sternocleido im Hinteren, ne? Stirn und Ohren kannst du dir merken. Okay, jetzt gehen wir mal richtig mit den Händen ran. Geh mal zum Ohr und dahinter hast du doch hier so, Mastoid heißt das, so ein Höcker sozusagen vom Schädel. Und da ist der Sternocleido dran geschweißt. Also da geht die Sehne in die Knochenhaut über. Und wenn du jetzt weiter runter gehst, dann gehst du einfach mal, drückst du einfach so weiter runter. Jetzt, du kannst ja erstmal runter vor zum, dort wo wir eigentlich nicht hin wollen, nämlich zum Brustbein hin. Das ist auch diese Sehne, die du hier vorne spürst. Ne? Also hier diese Sehne, die so rauskommt, das ist vom Sternocleido, aber von dem Teil, wo wir nicht hin wollen. Wir wollen nämlich zu dem hinteren Teil, zu dem Schlüsselbeinanteil. Und dann kannst du hier so runtergehen. Und da sind die drei Punkte. Da drückst du einfach ein bisschen rein und irgendwo gibt es dann so Stellen, die richtig fies wehtun. Und das sind diese Punkte. Genau, und dann kannst du einfach massieren, wie ich dir auch ein bisschen erzähle in dem Triggerpunkte-Video. Und dann kannst du auch klopfen, ganz sanft auf den Hals, auch angenehm. Oder eben einfach so ein paar Mal hoch und runter streichen. Du kannst auch zum Beispiel die Finger reinstechen. Und dann den Kopf drehen. Dass du einfach so hin und her drehst. Genau. Ein bisschen nach so. Das ist gut. Oder du kannst eben auch richtig tief massieren. Du musst halt immer die Dosis beachten, ne? Wenn du zu stark machst, wird dein Körper eher sauer werden. Das heißt, du musst ordentlich, aber trotzdem gut. In einer guten Dosis massieren. Gib deinem Körper einfach ein bisschen Zeit zum Loslassen. Der muss nicht alles perfekt sofort loslassen, sondern lass dem ein bisschen Raum, selber zu entscheiden, wann er loslassen möchte. Und dann gibt es noch den Trapezius. Da ist vor allem ein Punkt für uns interessant. Nicht so sehr hinten auf den Schulterblättern, sondern für uns ist hier vorne so am Übergang zwischen Hals und Schultern der interessante Punkt. Und da greifst du hier so seitlich rein. Du kennst vielleicht, wenn man so die Schultern massiert und so voll fies so in diese Wülste reingreift, wo es so voll wehtut, ne? Da greifst du jetzt mal rein, musst du aber nicht so doll machen. Und dann gehst du hier mit dem Daumen hier vorne, gehst du hier so sozusagen zwischen Hals und Muskel. Da kannst du so richtig dieses Trapez spüren, ne? Dann gehst du hier so rein und drückst sozusagen von vorne auf den Muskel drauf, also zwischen Hals und Trapezius. Und da drückst du rein und da kannst du auch, mach wieder eine gute Dosis, musst du nicht zu viel machen. Genau, und dann bleibst du einfach ein bisschen und massierst ein bisschen, bewegst einfach das Gewebe da ein bisschen. Der Trapezius hat auch Ausstrahlungszonen, die besonders typisch für diesen einen Punkt sind. Das ist einmal hier, so Schläfengebiet, dann hier unten beim Kiefer, so an der Ecke, beim Unterkiefer und dann noch hier so seitlich am Hals ran. So, das ist auch ein typisches Ausstrahlungsgebiet von Schmerzen für diesen Punkt. Und eben Schwindel, Benommenheit.